Hier ist Dip Ford's Late Lake auf KRSFM. Ah, hier der müssen wir runter heißeste irgendwo. Radiosender in Lakeshore. Das war KM und ihre neue Single Totsy Clactic. Heute ist der hoffnungsvolle Bürgermeisterkandidat Holden Parker der Dritte in der Sendung. Willkommen. Danke, Sam. Dip. Nein, danke. Nicht mit meinem Cholesterinspiegel. Alles klar. Fangen wir also mit der Nachricht an, dass Bürgermeisterin Stevenson städtische Aufträge an ihre engsten Vertrauten vermittelt hat. Hat sie das? Nun, jemand sollte sich dagegen aussprechen. Ja. Vielleicht jemand, der bei der kommenden Wahl gegen sie antritt. So, wir kommen zu dieser neuen Folge. So jemanden solltest du in die Sendung holen. Heute haben wir uns mal überlegt. Ich habe hier irgendwo eine Schachtel mit Cracker. Und wir machen jetzt mal einen Grundkurs. Dann kommt mal, was es hier sein soll. Das ist nochmal so ein alles klar. Ich denke, wir werden weiter auf sie wetten. Weil Platz 1 werden wir definitiv nicht. Das ist mit dem Auto noch nicht ganz möglich. Das brauchen wir Geld. Das Geld haben wir noch nicht. So. Nachdem wir das Geld noch brauchen, müssen wir einfach auf Platz 2 oder 3 wetten, weil Platz 1, selbst Platz 2 ist schon schwer für uns. Das ist ein Auto. Und bevor ich mich jetzt gleich abkrampfe, wie viel jetzt Platz 1 werden muss, habe ich keinen Lust drauf. Ja, einfach Platz 3 immer wählen. Und dann mehr Gewinn rausholen zu können. Fängt da schon mal richtig geil an. Also ich. Weil alle anfangen ist schwer. Kennt man ja. So. Letztes Mal auch schon die Autos angeschaut, was es hier noch alles gibt. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar Autos, auf die ich aufbauen möchte, die ich haben möchte. Weiterhin ist mir das Spiel recht geheuer, mir macht Spaß. Du kannst es für den einen oder anderen empfehlen. Es macht manches besser als nicht das Spiel. Anscheinend keine Gefangenen. Zentrale verfolgt Zielperson. Ah, verdammt, zu früh. Das Fahrverhalten ist noch recht gewöhnlich für Blitz, aber. Platz 3, das geht schon. Ich finde gut, dass das Level System halt weg ist, weil es war schon wieder recht nervig. Werde Level 40 bist du da. Machen kannst und hier. So. 2800 Gewinn, das ist recht cool. Jetzt werden wir schon verfolgt, das ist so ein bisschen das ankotzt, wenn nach jeder Fahrt noch verfolgt wird. Zentrale an alle Einheiten, schon recht nervig. Ausschalten, wundert ihr euch. University Central in Luft aufgelöst. Wenn wir diesen Arsch gefunden haben, gibt's Pizza. Sichtkontakt wiederhergestellt, Zentrale. Allradwagen ist vor Ort. Central verloren. Na los, holen uns die Zentrale, Ziel erneut gesichtet. Zentrale, Streif ist jetzt vor Ort und hinter dem Ziel her.
den Verstand verloren. Deine kuschelige Zelle wartet schon auf dich. Ich will keine kuschelige Zelle haben. Seitlich erwischt. Zentrale hier. Straßensperre bereit. Alle Einheiten, Straßensperre in Position. Mann, ich fühle mich wie ein Idiot! Wagen hat uns in University Central abgeschüttelt. Also man kann Autos reparieren lassen, das ist cool. Seht euch um, Leute, die müssen irgendwo sein! Tut mir ja leid, aber 2440 ist entkommen. So, was gibt's denn hier noch? Ich will mehr Geld, das reicht noch nicht. Man kann wieder mal Sachen finden oder erforschen. Das finde ich wieder recht motivierend, so ein bisschen. Und zu größen, die Welt zu erforschen. So. Wir müssen schnell versuchen für diese nächsten... Alter... Für die nächsten Rennen... das Auto aufzuwerten, dass wir schneller werden. Das wäre jetzt so richtig. Sie brauchen dafür richtig viel Cash. Wir müssen am ersten Abend schon sehr viel machen, im besten Fall. Ach, schon jetzt immer recht gut, was man bekommt. So. Hast du überhaupt das Zeug dazu? Ja, ich hab das Zeug dazu, deswegen lass mich in Ruhe und geh nach hinten, wo du hingehörst. Zwei Runden, okay, alles klar, machen wir. Scheiße. Mann. Wir haben die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. Hey, wir sehen uns an der Ziellinie. Alter, übertreib halt. Das ist immer so, so langsam. Hey, darfst du das überhaupt? Ja, darf ich. Verzieh dich.
du nie auf dem Kaffeekränzchen. Zweiter. Also mit Zweiter zu werden ist immer recht cool eigentlich. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Einfach keinen Fehler machen und die haben es. Zentrale, Allradwagen ist vor Ort und bereit. Zielperson. Ich bleibe dran, ganz egal, was unser Ziel anstellt. Der Interceptor ist aus dem Rennen. Gut. So, weiter geht's, meine Freunde. Ja, Verfolgung ist gestartet. Los geht's. Was, ein Helikopter sogar? Straßensperre wird eingesetzt. Wir sind jetzt dabei, Team. Okay, ja, ich merke schon, es wird zu hart. Ich denke, nach diesem, wir werden gleich in die Garage gehen, weil... Alle Einheiten. Subjekt flieht Richtung Kennedy Test Track. Nagelband voraus. Das sollte sie aufhalten. Zuletzt bei Yams Park gesichtet. Das Ziel ist uns durch die Lappen gegangen. Subjekt ist irgendwo in Yams Park entwischt. Ich suche überall nach dem Ziel.
verdammten Deppen. Na schön. Auf geht's nach Hause. Bisschen auffährt, weil bei dem Auto, das hält noch nicht so viel aus. Ich denke mal, später Auto werden viel mehr aushalten. Und vor allem das Auto aufwerten, werden wir sehr viel besser werden. Wir haben schon einige Rennen heute Nacht gemacht. Zentrale, ich habe aktuell Sichtkontakt zu 40. Somit ist der erste Tag geschafft der Woche. Also, Champ, hast du was über Jasmine und ihre Crew rausgefunden? Nicht wirklich. Aber danke, dass du mich als Champ bezeichnest. Bist mir nur so rausgerutscht. Anscheinend ist Jasmine mit einer Crew aus Cyril Heights unterwegs. Über die ist nicht viel bekannt. Aber sie haben Kohle. Wir sollten uns also besser gut darauf vorbereiten. Die Heights? Keine Sorge. Kiddo hier wird vorbereitet sein. Na gut, nächster Tag. Leben will los. Wir haben jetzt zwei Upgrades gemacht. Wie läuft das Leben? Auf der Überholspur. Das hört man doch gern. Ein großes Talent will heute einen Bezirk übernehmen. Ein großes Talent? Ein Fahrer? Ich schweige wie ein Grab. Aber glaub mir, du willst einen guten Eindruck machen. Das Einzige, was hier Eindruck macht, sind deine komischen Anrufe. Teil des Plans. Also, was läuft heute? Keine Cops, nur Racer. Keine Cops? Wie haben die das geschafft? Solche Fragen stelle ich lieber nicht. Ich weiß nur, dass keine Cops dabei sind. Und dass du Stil brauchst. Du weißt schon, das, was coole Leute haben. Ach ja, coole Leute. Wie du. Ganz genau. Also gebe ich dir einen Ratschlag. Motz deinen Wagen mal ein bisschen auf. Das soll eine richtige Show werden. Ich mag mein Auto. Oh, ich weiß. Aber die 90er sind vorbei, Schätzchen. Ja, wenn wir das Geld haben, dann können wir unser Auto noch locker verändern. Bis jetzt aber wird es schwierig.
Das werden wir mal sehen. So. Das nächste Rennen steht an. Eigentlich sind wir dafür recht unter dem Berg, weil wir gerade bei 137 haben. Und wir haben eigentlich 150 gegeben. Ne? In der Bewertung her. Nicht gerade gesehen. Ich kann nicht noch von vorne an, Alter. Das ist unglaublich. Starte die Motoren! So. Windschatten benutzen. Rein, driften die Kurve. Noch einmal rein dürfen. Boosten. Ist nicht schon mal der Ritter, das ist schon mal schlecht. Aufgepasst, ich war hinterher. Und das sind wir Erster. Das ist schon stark. Und jetzt haben wir so einen großen Abstand. Dankeschön, Bullen. Shit. Die können echt nicht fahren. Ein Rennen gewinnt man nicht an der Startlinie. Das ist schön. Ach, geht wieder los. Kommt das jetzt nach wirklich jedem Rennen? Schicker Wagen. Dein Freund hat guten Geschmack. Schick mir die Infos. Erledigt. Yo, Speedy. Ich habe Jasmines Crew mal durchleuchtet. Und was gefunden? Keine ganz großen Fische, aber auch keine ganz kleinen. Wir müssen wissen, woher das Geld für das Lakeshore Grant kommt. Aber konzentrier du dich mal auf das Rennen und ich mich auf den Rest. Alles klar, wie uns jetzt mal ein Lamborghini Aventador jedenfalls. Dann werden wir sehen, wie es alles ist. Ob wir uns das später besorgen irgendwann mal. So.
Nebenbei machen wir gerade so viele Herausforderungen. Mal sehen, also ich, zwischendurch bin ich echt mal ruhig, wenn sie reden, dass man es auch hören kann. Jetzt gleich haben wir so ein Zeit drin, dann ist es schnell für die das Geld, sage ich jetzt mal. Ich freue mich drauf, mein Scheißauto zu fahren. Mal gucken, wie es anfühlt. Eine Minute 50, 3000. Das ist doch. Das sieht ja an wie nix. Das ist ja Wahnsinn. Das macht schon Laune. Also. Oh, das ist ja mal verdammt geil, das ist. So macht es schon Spaß. Und geil. Auto macht ja schon Spaß, wenn man keinen Unfall baut. Nur leider geht es in 2 Minuten. Boah, ist das krass. So, 3000. Ich will einen Bonus haben. Ey, ich hab's beim ersten Versuch geschafft. Der Aventador ist geliefert. Und das schneller, als ich es gewesen wäre. Ist schön, wieder Jobs zu haben, nachdem... Na, du weißt schon. Die Kunden kommen zurück. Und das verdanke ich dir. Das ist doch das Mindeste. Hey, die Vergangenheit ruht. Tiefgründig. Das solltest du auf ein T-Shirt drucken. Und die kostenlos bei einem Ölwechsel vergeben? Bis später. Alles klar, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.